Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft The Village. Falls ihr euch fragt, der war doch letzte Folge ganz woanders. Ja, ich habe eine weitere Aufnahme gemacht, die aber abgestürzt ist, als ich jetzt hier mich mittlerweile in den Norden vorgekämpft hatte. Ihr habt aber nur so ein kleines... Ihr habt natürlich verpasst, dass wir diesen Brunnen da in der Wüste ein bisschen angeschaut haben. Ich habe da aber nicht drunter gegraben, auch wenn das irgendwie sich so angehört hat, als wäre da irgendwie eine Höhle drunter. Das habe ich auf später verschoben. Und bin jetzt noch ein bisschen weiter rumgelaufen, den Rand im Westen noch ein bisschen schöner gemacht und bin jetzt hier im Norden unterwegs. Deswegen hab nicht so viel verpasst, aber irgendwie so 14 Minuten oder sowas. Von dem viel durch Gebiet ging, das wo wir schon mal waren. Und nicht mehr über Gott die Welt und vor allem natürlich die schönen OC Remix Tracks, die im Hintergrund liefen, diskutiert habe. So, hier ist wieder mehr interessant. Nee, das. Flupp. So, muss ich nochmal in Land gehen oder kann ich jetzt hier im Meer noch ein bisschen rumdüsen zumindest? Scheinbar muss ich nochmal in Land gehen. Huch, ne, da links, danke. So. Ich würde aber gerne in den Norden zurückkehren. Los, umdrehen. Danke. Es wird Nacht. Mist. Ist fast schon zu spät, um mir noch eine Höhle zu bauen. Ich kann natürlich mal den ganz anderen gefährlichen Trick versuchen, indem ich einfach nur ein Bett irgendwo hinstelle. Das, was ich normalerweise nicht machen will, aber es ist schon wieder so spät und ich will nicht schon wieder durch die Nacht fahren. Oder laufen. Jetzt wahrscheinlich gleich. Deswegen versuche ich es mal mit dem einfach ein Bett hinstell-Trick. So, Bett. Ich finde den Trick blöd, egal. Ich lasse das Butler einfach da stehen. Ich krieg das sowieso nicht ohne viel Aufwand hier rüber. Aber da vorne ist noch so ein Fitzig in Garte, den ich noch erforschen möchte. natürlich am besten. Danke. Jetzt noch da. Den Rest muss ich wahrscheinlich zu Fuß erkunden. Ist auch nicht schlimm. So kriege ich das Brot hier irgendwo einigermaßen sicher kaputt. Bezweifle es. Hup, so. So, Brot, ich schlag dich jetzt mit meinem Bett kaputt. Ah, das hast du nicht erwartet, Brot, ne? Huch. So. So, was haben wir denn hier? Ein kleines Tälchen. Gucken wir mal. Wenn das so ungefähr dahin führt, wo ich hin will, dann brauche ich ja nicht einen Berg hochkleimen. Kleimen, habe ich gerade kleimen gesagt. Das ist kein deutsches Wort, ist auch kein englisches Wort. Naja. Hübscher See. So viele Birkenbäume. Oh, ich mag Birkenbäume.
eigentlich mag ich das Thema von diesem OC Remix Track, auch wenn ich diese Musikrichtung nicht so besonders mag. Aber so ab und zu kann ich es mir mal anhören. Einzige nervige Fall, wo mich diese sehr aufdringliche Musikrichtung ein bisschen gestört hat, war in dem Imagine Star Citizen Trailer, also Fanmade Trailer, der mittlerweile offiziell gemacht wurde. Dem es halt so quasi so einen Überblick über das bisher Erreichte in Star Citizen gab und mit Ausschnitten aus allen möglichen Trailern und schön hinterlegt, auch von Musik. Bis auf dann so einen Teil in der Mitte, wo es auf einmal so in Richtung Dubstep ging und ich dachte, oh Gott, das passt jetzt überhaupt nicht. Mann, warum? Ist ja was doch so schön. Die erste Minute und die letzte Minute des Trailers so toll und dann kommt dieser Krams da in der Mitte. Naja. Ich mag Dubstep nicht so sehr. Auch generell halt so übertrieben aufdringliche Musikrichtung. Hier sei es einmal verziehen, weil das Thema viel zu sehr unterrepräsentiert ist. Immer mal ein Final Fantasy Remix ohne Terra's Theme. Nicht, dass mich das stört, also ich mag Terra's Theme. Und ich kann mich doch nicht dran satt hören, komischerweise, aber man kann mal was anderes machen. Es lohnt sich nicht, hier vom Boot auszukramen, aber es dauert immer so lange, da durchzuwarten. Springen, wie auch immer man das nennen will. Eine wenigen neueren Spiele, von denen es schon OC-Remixes gibt. Aber der Soundtrack war wirklich nicht schlecht von Skyrim. Kann man wirklich nicht sagen. Da haben sich die Leute von Bethesda sehr viel Mühe gegeben. Hat auch sehr schöne, einprägsame Themen, wie zum Beispiel das hier verwendete Dovahkiin-Thema. Da kann ich sowas verstehen, dass es da schon Remixes gibt. Auch wenn es im Vergleich zu den meisten anderen Spielen halt relativ neu ist. Huch. War ich hier schon mal? Oder warum ist hier Obsidian? Crazy. Verdammt. Kommt da so nicht hoch? So. So, fast geschafft, unglaublich. Ich werde nur so ein kleines Stück. Wie gehe ich das am besten an? Ich glaube, ich gehe mal ein Stück nach Süden, um das da zu erwischen. Moment. Und da runter. So. Eigentlich bald wieder Nacht werden. Na gut, bald ist 3 Minuten oder so.
Ich glaube nicht, dass ich es bis dahin ins Village zurück schaffe. Sonst kann ich natürlich auch über Nacht durch die Wälder hier laufen und Monster kloppen, aber huch, Zombie. Bist ein bisschen früh, Mann. Obwohl hier ist natürlich dunkel in diesem verwunschenen Wald. Von daher, sei es dir verziehen. So, was haben wir hier denn? Komm, ich will den Rand noch mitnehmen, bitte. Rand, komm Rand. Ah, what the hell? Jetzt muss ich eh mal gucken, wo ich hier lang laufe. So, jetzt hier müsste ich doch nah genug am Rand sein, oder? Danke. Über den Bäumwipfeln navigieren ist ein bisschen blöd mit der Karte in der Hand, weil man da genau hingucken muss, wo es lang geht. So, komm, schaffen wir es uns wieder zurück. Ich habe meine Zweifel, aber vielleicht kann ich mich zumindest an den Strand durchschlagen und dann zurückfahren. So. Danke. Genau das wollte ich auch sagen, gerade Kuh. Huch. Okay, das ging. Wär hier nicht so tief runtergegangen? Huch. Das wollte jetzt nicht, danke. So, gen Osten ruft die Freiheit. Ich meine das Village. Gen Osten ruft die Freiheit. War das tatsächlich richtig als Zitat? Im Osten bin ich frei. Wieder ruft mich der Osten und im Osten bin ich frei. Ich glaube, es war der Westen, oder? Ich rede natürlich von einer bestimmten Stelle in Baldur's Gate 2, die ich für Leute, die es nicht kennen, nicht spoilern möchte. Aber da gibt es ein kleines Rätsel, wo man in verschiedene Richtungen gehen muss und quasi dem Tagebuch eines Verrückten folgen muss, der auch sehr verrückt heißt, nämlich Jackmann. Und der hat dann da so einen Text. Und ich glaube, bin mir sicher, ob man in Osten oder Westen frei war. Deswegen bin ich nicht sicher, ob das Zitat das richtig war oder genau falsch. Es wird dunkler, das finde ich nicht gut. Nur für Unterschlupf, komm. Ich habe noch eine Tür. Natürlich nicht, warum sollte ich auch noch eine Tür haben? Ah, verdammt. Wo ist mein da? Ah, wollte ich das Bett rauswerfen, danke. So, komm. Tür. Danke. So, das ist das Bett. Erstmal eine Fackel. Gut. Uch, das war gar nicht richtig dicht. Moment. Muss ich eben mal noch beheben hier. Ich kann ja nicht irgendwelche Notfallunterkünfte zulassen, in denen es reinregnet. Das finde ich ein bisschen hässlich. So. So. Ein bisschen Erde drüber wachsen, dann sieht das gut aus. So. Ich eigentlich. Ah, okay. So, wir sind fast da. Jetzt nur noch durch diesen Wald hier und dann sind wir wieder da. Und ich könnte natürlich auch übers Wasser fahren. Das ist, glaube ich, schneller. Als wenn ich jetzt durch den Wald gehe. So, also nach Süden. Ups. Hallo Wolf. So, als nächstes brauche ich wieder ein Boot.
Irgendwie hört es sich an, als gäbe es hier Schleime. Egal. Das leises Trappeln von Schleim habe ich gehört, aber ich wüsste nicht, ob ich das da hören sollte, weil ich meine, die sind ja eigentlich weiter unterirdisch und da ist jetzt kein Special-Gebiet, wo die oberirdisch spawnen können sollten. Naja, ich glaube, ich fahre lieber hier im Süden rum. Bin mir sicher, ob es da einen eindeutigen Wasserweg da in der Mitte durchgibt. Ich glaube nicht. Deswegen fahre ich lieber einmal hier um diese kleine vorgelagerte Insel rum und dann kommen wir wieder ins Village. Kann ich vielleicht den Rest der Folge nochmal das nutzen, um ein paar Gebäude zu zeigen? Das hatte ich eigentlich in der Aufnahme, bevor ich hier aufgebrochen bin, gemacht, aber die ist ja nie passiert, gewissermaßen. Deswegen mache ich das jetzt gleich nochmal. So ein bisschen ein Gang durch das Village, was hat sich so getan, was mir aufgefallen ist. Hat sich wahrscheinlich noch viel mehr getan, das mir noch nicht aufgefallen ist, aber so, haben wir die zweite Karte fertig, das freut mich. Sehr schön. Ich meine, fertig fehlen noch so ein paar Ränder, fehlen noch so ein paar Details, fehlen vielleicht noch an den Rändern und vielleicht noch so einzelne kleine Pixel irgendwo. Aber so im Groben und Ganzen weiß man, was da ist. Das finde ich gut. Das finde ich sehr schön. Gut. Mal schauen, was ich dann in der nächsten Aufnahme mache. Vielleicht bastel ich mal was oder sowas. Ich wollte sowieso noch mit Damakash was zusammen basteln und so, ne? Und überhaupt und generell. Deswegen gucken wir mal. Wow. Wow, 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 wow. Auf einmal taucht Land vor einem auf. So. Jetzt sind wir aber bald da. Hier ist schon der Leuchtturm, soll das wahrscheinlich werden. Gehe ich mal von aus. Mit in der Luft stehenden Glas. Das immer noch im Bau befindliche Schiff. So, schauen wir mal, ob ich diesmal es schaffe, den Bootsangang von mir selber zu benutzen. Das war ja irgendwie so ein bisschen risikobehaftet. Wenn man sehr genau Eingang treffen muss. Ja, damit. Da rein. Dreh dich um, genau. Da lang. Fahr weiter. Gehst du weiter? Uch, what the hell? Ich bin einmal daneben. Ja, ist natürlich auch eine Möglichkeit, da nicht reinzukommen. So, komm, da rein. Ich fühle mich wie bei. Ups, na gut, so, oder auch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich fühle mich wie bei Elite, ja, aber dem Ur-Elite. Ich meine, bei der Elite Dangerous ist das ja auch wieder so, mit dem, wo man genau in die Raumstation reinkommen muss, damit es passt. Von daher, aber ich habe jetzt hier keine Lust, mit irgendwelchen Lags das auch noch zu machen. Dafür ist das nicht ausgelegt. Vielleicht muss ich das irgendwann mal noch verbreitern oder sowas. Vielleicht hilft das ja, wenn ich aber den Tunnel da ein bisschen verbreitere. Naja, aber das mache ich vielleicht ein anderes Mal. Jetzt gehen wir erstmal noch ein bisschen durchs Village. Joa, Straßenführung hat sich ein bisschen verbessert. Es gibt ein paar mehr Brücken. Überall gibt es Fahnen, wo die jeweiligen Teams ihr Einflussgebiet zeigen müssen. Es gibt ja Team Hero und Team Marder. Warum auch immer es irgendwelche Teams gibt und was da Konsequenzen sind, weiß ich nicht. Ich bin offiziell neutral und gehöre keinem Team an. Von daher kenne ich mich da nicht mit aus. Es gibt ein bisschen mehr Grünflächen jetzt auf dem zentralen Dorfplatz, was ich sehr schön finde. Ja, hier sieht man noch den Brunnen, das Rathaus da hinten, das Lagerhaus da drüben. Und hier haben wir so eine Bäckerei, die Bayerwald, Marder und Dama gebaut haben. Was mir noch ein bisschen stört, dass man durch das Fenster springen kann, wenn man in die Bäckerei gehen will. Da muss nochmal irgendwie so eine Abgrenzung dazwischen, dass man das nicht macht. So wie, sowas wie hier, so diese Girlanden, so wie hier. Würden, glaube ich, sehr dabei helfen, dass man das nicht kann. Was ist da denn, Keller? Hier ist noch ein anderer Ausgang. Ach so, ein Bediensteteneingang wahrscheinlich dann. Oh, nicht schlecht. Sehr schön gemacht.
So, Margaus hat sich, glaube ich, vom, außer vom Inhalt nicht so viel getan. Und das ist überall wieder Banner rumstehen hier. Banner-Team. Ja. Und drüben ist auch noch irgendeine Konstruktion, die ich nicht ganz verstehe, was das ist. Vielleicht muss mir irgendwann jemand erklären, was das ist. Windmühle ist es, glaube ich, nicht. Bin mir da echt nicht sicher, was das sein soll. Vor allem, warum das da so komplett frei steht. Also ich meine, ich bin ja einiges gewillt zu glauben, was wir hier im Mittelalter, in unserem spätmittelalterlichen Dorf auf die Reihe kriegen, aber diese Konstruktion, ne, Freunde. Finde ich, passt ästhetisch nicht so ganz zum relativ mittelalterlichen Look, den wir sonst überall haben. Hat sich im Rathaus irgendwas getan? Ich glaube nicht. Ein bisschen mehr Teppich gibt es mittlerweile. Und diverse Schalter für diverse Sachen, dass man mit irgendwelchen Teams joinen kann und sowas Spaßiges. Jetzt hat keine Abstimmung. Ja, ist eigentlich oben. Nett. Schöne Ruhe-Ecke hier. Sehr schön. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, was die Leute hier alles so gemacht haben. Ich bin ein Schild ohne Sinn und Team Marder. I'm with stupid. Also ich bin für Team People. Ja. Keine Ahnung, was das mit den ganzen Teams soll. Ganz ehrlich, Leute, ich weiß es nicht. Komme ich gerade mal zu den Feldern. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Ich weiß nicht, wer sich dafür verantwortlich gezeigt hat, aber es wurden noch weitere zusätzliche Felder angelegt. Hallo? Ach, ich bin gerade auf den Friedhof gesprungen. Entschuldigung, wir haben jetzt auch einen Friedhof, wo es hier Gräber für diverse Verstorbene gibt. Zum Beispiel für Frodo, ich weiß nicht, wer Frodo war. RIP Verstand. Gibt's noch eins für Niveau? Ja, Niveau. Christoph 1 und 2, ja stimmt, das waren mal Pferde von Schneckball, die irgendwie gestorben sind. Der Christoph, ich weiß gar nicht, an was die alle gestorben sind. Hier entwickelt sich langsam auch eine Stadtmauer und hier Tore. Auch sehr toll. Kriegen wir es da sogar mal hin, dass wir verschließbare Tore auf die Reihe kriegen. Das wäre cool. Müssen wir uns mal irgendwie überlegen, wie wir das vom Mechanismus her machen könnten. Nicht so einfach. Jedenfalls hier bei der Windmühle wurden noch jede Menge Weizenfelder angelegt, sowie andere Felder. Scheinend gefallen meine Felder da hinten nicht, oder die waren zu weit weg von der Windmühle, was weiß ich. Jedenfalls gibt es jetzt hier ganz viele Felder. Alter. Alter. Was machen eigentlich meine Hühner? Was machen eigentlich meine Freilufthühner? Okay. Geht's noch gut? Bin ich gut? So. Geht's gut, Hühnern? Ja. Freut mich. So, ja, das war noch so ein kleiner Rundgang am Schluss. Hab jetzt Lust, auf die Felder zu arbeiten? Ich glaube nicht. Gestern erst. Ich glaube, ich gehe einfach zurück. Beende ich die Folge da, wo die erste Folge hätte losgehen sollen, bin ich mir zu Hause. Da hat sich nicht viel getan, aber ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt aufzuhören dann da. Ein guter Ort, nicht Zeitpunkt, sondern Ort. Ja, hier noch die Mauer bitte weiterbauen, fänd ich gut. Sieht bestimmt total beeindruckend aus, wenn wir noch diese Stadtmauern haben überall. Oh, es wird gleich dunkel. Schnell rein, schnell ins Bett. So. So, sind wir wieder zu Hause. Im Mund geht's auch noch ganz gut. Ich habe den vorhin reingelassen, weil als ich losgegangen bin, hat es geregnet. Aber jetzt kann er wieder raus. Komm. Komm. Komm, Bibi. Komm raus. Genau. Kannst dich wieder draußen aufhalten. Kannst machen, was du willst. Du musst dann die ganze Zeit sitzen bleiben, Freundchen. Aber wenn du gerne sitzen müsstest, dann kannst du es natürlich machen. So. Damit ist aber jetzt diese Erkundungstour im Südwesten ist jetzt abgeschlossen. Ich kann dann nochmal, bevor ich gehe jetzt doch schlafen, damit es ein bisschen besser vom Lichtverhältnissen aussieht. Aber ich wollte mal beide Karten zusammen auf dem Kartentisch zeigen. Auf der Kartenwand eher. So, jetzt haben wir Südwesten auch erforscht. Sieht man das, dass da so ein paar Chunks fehlen? Ich finde, das sieht man kaum, dass da irgendwelche Chunks fehlen. Das sieht relativ natürlich aus, als wäre es genau passend. Naja.
Ich finde, sieht gut aus. Gut, aber jetzt haben wir auch im Südwesten erforscht. Jetzt könnte man als nächstes könnte man natürlich noch in weitere Richtungen die Karten ausbauen. Aber das machen wir wann anders. Ich danke für die Geduld und fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.